Die Gegend um Landsberg am Lech in Oberbayern. Fruchtbares Land, soweit das Auge reicht. Doch in Trockenzeiten sinkt der Grundwasserspiegel inzwischen auch hier dramatisch ab. Mitten in die Idylle muss die Stadt einen Trinkwasserbrunnen für Notzeiten bauen, der auch bei niedrigem Stand noch Wasser geben kann. Martin Michel von den Stadtwerken Landsberg hat die Initiative ergriffen, als er die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib erfahren musste. Das Problem war, dass im Jahr 2018, 2019, in dem trockenen Jahr, am Ende des Jahres ein Brunnen die Leistung reduziert hat. Wenn das weiter so trocken gewesen wäre, hätte es dazu geführt, dass der Brunnen irgendwann komplett außer Betrieb gegangen wäre. In Teilen der Stadt Landsberg wäre dann das Trinkwasser ausgefallen. Der Horizontalfilterbrunnen soll im Notfall einspringen. Er ist fast fertig. Heute testen Hydrologe Michael Schätz und sein Team die verlegten Rohre. Jetzt wird sich zeigen, ob der Brunnen in Betrieb gehen kann. Der alte Brunnen entnimmt Grundwasser über ein Rohr. Der Spiegel sinkt während der Entnahme stark. Ist er eh schon weit unten, kann der Brunnen ausfallen. Der neue hat mehrere Rohre, die das Grundwasser parallel anzapfen. Auch bei geringem Stand gibt er noch Wasser. Für den jetzt anstehenden Test muss Klaus Huber in den Brunnen tauchen. Wir setzen eine Kamera ein in die Horizontalrohre. Und dann wird geschaut, ob die Rohre so sind, wie wir sie erwarten. Ich bin schon gespannt. 34 Meter geht es hinunter. Er ist einer der tiefsten Horizontalfilterbrunnen Bayerns. Rund 2,2 Milliarden Menschen haben derzeit weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, so der UN-Weltwasserbericht. In Deutschland ist die Trinkwasserversorgung zwar stabil. Dennoch, fast die Menge des Bodensees an Wasser hat das Land seit dem Jahr 2000 verloren. Deutschland gehört damit zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Auch Bayern spürt das. Die Prognose des Landesamts für Umwelt bis zum Jahr 2050 zeigt, die Grundwasserneubildung wird immer mehr zurückgehen. Den bislang wasserreichen Süden wird es besonders treffen. Martin Michels Vorsorge ist begründet. In seinem Notfallbrunnen setzt der Taucher jetzt die Kamera in die Rohre. Sie zeigt, ob die auch funktionstüchtig sind. Das Seil sichert ihn von oben. Martin Michel und Michael Schätz beobachten die Bilder auf dem Monitor. Die Kamera passiert das letzte Rohr. Alles gut. Kann man nur gratulieren. Und jetzt müssen wir schauen, was uns der Pumpversuch dann bringt, der jetzt demnächst folgt. Das ist auch noch spannend. Genau. Ja. Der Test ist geschafft. Doch nun muss der Brunnen im Pumpversuch noch zeigen, ob er auch genug Wasser geben kann. Während Oberbayern derzeit noch vergleichsweise gut dasteht, sind die Folgen des sinkenden Grundwasserspiegels in anderen Teilen des Freistaats schon sehr deutlich sichtbar. Ganze Waldflächen sterben ab. Ein mit Moos überwachsener Badesteg in Oberfranken. Hier war mal die Quelle des Sees. Durch niedrige Wasserstände konzentrieren sich in den Flüssen die Schadstoffe. Und zugleich steigt mit den Temperaturen der Bedarf an Wasser immer mehr. Wir werden auch in Zukunft diese außergewöhnlich langen Trockenheiten erleben, genauso wie wir extreme Sturzfluten erleben werden. Und wir werden lange Trockenphasen mit hohen Temperaturen erleben, in denen eben dann auch viel Wasser verdunsten kann oder sich in der Atmosphäre hält. Also das sind Auswirkungen des Klimawandels, die erstmal so nicht mehr zu stoppen sind. Wasser aus der Kläranlage neu verwenden könnte eine nachhaltige Lösung sein. Professor Jörg Drewes und seinem Team ist Bahnbrechendes gelungen. Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sie das Wasser aus der Schweinfurter Kläranlage so aufbereiten können, dass man bedenkenlos Gemüse damit gießen kann. Der Praxistest. Über Jahre hinweg bauten sie unterschiedliche Arten von Gemüse an und bewässerten es mit Trinkwasser und dem von ihnen gereinigten, dem sogenannten Nutzwasser. Die Wissenschaftler untersuchten die Pflanzen regelmäßig auf Rückstände. Das Ergebnis ist zukunftsweisend. Wir konnten hier feststellen, tatsächlich, dass sowohl das Trinkwasser wie auch dieses Nutzwasser zu gleichen Befunden führt. Es macht also keinen Unterschied, ob ich den Salat mit Trinkwasser bewässere oder mit Nutzwasser. Und auch interessant, unabhängig von der Bewässerungsart. In den Containern befindet sich die Technik für die Reinigung des Wassers. Hier wird es gefiltert, mit Ozon behandelt und desinfiziert. Den Wissenschaftlern ist es damit gelungen, sogar Viren aus dem Wasser zu bekommen.
Nach dem Prozess ist es fast so sauber wie Trinkwasser aus dem Brunnen. Im großen Stil angewendet, kann das die schwindenden Grundwasserressourcen effektiv schonen. Die Stadt Schweinfurt macht den Anfang. Sie wird ihre Grünflächen zukünftig mit dem Nutzwasser bewässern. Rohre, die in die bestehende Kanalisation eingezogen werden, sollen das Wasser von der Reinigungsanlage in die Stadt bringen. Unternehmen und andere Städte wollen nachziehen. Tatsächlich kriegen wir auch laufend Anfragen von anderen Anwendern, auch anderen Kommunen in Bayern, die interessiert sind an diesem Nutzwasserprojekt. Und überlegen, das wollen wir auch, welche Schritte sind dafür nötig. Sogar international sind die Forschungsergebnisse aus Schweinfurt von großer Bedeutung. Professor Kevin Winter von der University of Cape Town versucht in Kooperation mit der TUM auch in seiner Heimat Südafrika Abwasser wiederverwendbar zu machen. Wir müssen das weiter erforschen, denn das ist die neue Wasserstrategie für die Welt. Doch die Strategie hat Grenzen. Das in der Kläranlage vorgereinigte Wasser kommt hier bislang in die Flüsse. Deren Wasserstand kann sinken, wenn zu viel Wasser in den Städten wiederverwendet wird. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Ausgestaltung, eine Bespielung von mehreren Optionen, um nicht nur abhängig zu sein von einer Versorgungssituation. In Landsberg am Lech laufen die Vorbereitungen für den Pumpversuch. Die Starkstromkabel müssen jetzt noch an die beiden Pumpen, die im Brunnen installiert sind. Dann kann's losgehen. Jetzt wird sich zeigen, ob der Brunnen in Zukunft genug Wasser geben wird. Würde ich sagen, da starten wir mal die Pumpe und schauen, welche Leistung wir haben. Die Pumpe läuft. Am Zähler können Martin Michel und der Elektriker die Leistung sehen. Mehr als 40 Liter Wasser pro Sekunde strömen sofort durch das Rohr. Am Ende sind es um die 70 Liter. Das ist für die zukünftige Generation der Landsberger Bürger ein toller Erfolg, weil die Wasserversorgung ist auch für die zukünftige Generation sichergestellt. Martin Michel hat es vorerst geschafft, die Trinkwasserversorgung für seine Gemeinde zu sichern. Um dem Problem der Wasserknappheit aber nachhaltig zu begegnen, wird es mehrere Strategien benötigen.